Hey Leute, ich bin's Babo und ich bin heimlich ein Mädchen in Brookhaven. Hoffentlich findet das keiner raus. Und jetzt setze ich mir erstmal meinen Hut auf. Hihi, so, jetzt sieht man schon mal meine langen Haare nicht mehr. Und jetzt muss ich mich nur noch schminken. Und dann fällt es keinem auf, dass ich in Wirklichkeit ein Mädchen bin. Und jetzt schminke ich mich noch so. Haha, und jetzt muss ich nur noch die Brille aufsetzen. Und dann denken alle wieder, dass ich ein Junge bin. Hihi, so, die Brille habe ich aufgesetzt. Und jetzt gehe ich zur Schule. Hier ist die Brookhaven Schule und keiner weiß, dass ich heimlich ein Mädchen bin. Denn alle denken, ich bin ein Junge. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Der Einzige, der mir gefährlich werden kann, ist Felix. Weil Felix immer so gemein zu mir ist. Aber die Hashtag Babobande hält zusammen. Und du kannst jetzt das Video liken. Okay, hier sind wir in der Brookhaven Schule. Hallo Leute. Hallo Babo. Haha, endlich mal mehr Jungs in der Klasse. Ich kann das nicht ausstehen, wenn hier so viele Mädchen sind. Felix, Mädchen kann ich auch nicht leiden. Okay Babo, aber das hast du auch schon mal mit mehr Elan gesagt. Komisch. Was ist denn mit Babo los? Mädchen sind doof, genau. Na, Kinder, was redet ihr denn da? Jungs und Mädchen sind beide gleich cool, ja? Nein, das stimmt nicht. Mädchen sind doof und Jungs sind cool. Oh Mann, ey, was hat Felix denn heute für ein Problem? Herr Lehrer, darf ich eben auf Toilette gehen? Ja, Babo, du darfst auf Toilette gehen. Aber bitte beeil dich, der Unterricht geht weiter. Okay, danke. Also auf zur Toilette. Mich darf jetzt aber niemand erwischen, weil ich bin ja heimlich ein Mädchen. Und das heißt, ich muss auf die Mädchentoilette gehen, obwohl ich aussehe wie ein Junge. Also gehe ich jetzt in die Mädchentoilette. Okay, ich bin jetzt hier in der Mädchentoilette und jetzt gehe ich hier in die Kabine rein. Herr Lehrer, darf ich auch auf die Toilette? Ich muss auch auf Toilette. Ja, okay, Mia, du darfst auch auf Toilette gehen. Okay, danke schön. Oh Mann, da vorne ist Babo. Den muss ich verfolgen. Der darf davon aber nichts mitbekommen. Hehe, Babo, du kommst mir komisch vor. Auf welche Toilette gehst du denn nun? Oh Mist, ey, da habe ich den gerade verpasst, ey. Dann muss ich wohl selbst nachgucken. Also zuerst auf in die Mädchentoilette. Hä? Was war das? Ich glaube, Mia ist hier auf Toilette gegangen. Nein, Mia, erwisch mich bald. Ich bin doch heimlich ein Mädchen in Brookhaven. Das darf keiner rausfinden, dass ich heimlich ein Mädchen bin. Alle denken doch, dass ich ein Junge bin. Und das soll auch so bleiben. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Leute, was mache ich denn jetzt? Okay, ich glaube, ich verstecke mich hier oben auf dem Spülkasten. So. Weil wenn Mia jetzt auf die Idee kommt, hier unter durchzugucken, dann sieht sie meine Füße nicht und dann ist alles wieder gut. Okay, Babu, wo könntest du denn sein? Bist du etwa hier hinter? Nee, okay, hier bist du nicht. Hast du dich etwa hier in den Kabinen versteckt? So, einmal drunter gucken? Komisch. Babu scheint nicht hier zu sein. Also muss er wohl auf der Jungstoilette sein. Babu, wo bist du? Ich hab dich gefunden. Du bist hier auf der Jungstoilette. Heute musste ich aber besonders groß. Komm schon raus, Babu. Ich hab deine Stimme gehört. Du bist auf der Jungstoilette. Hey, Mia, sag mal, spinnst du? Das hier ist die Jungstoilette. Was hast du hier zu suchen? Sorry, Felix. Ich dachte, Babu wäre hier. Babu? Den habe ich nicht gesehen. Wie kommst du dazu, hier auf der Jungstoilette nach Babu zu suchen? Der war nicht auf der Mädchentoilette. Und dann dachte ich, der wäre hier. Babu benimmt sich so komisch. Ich wollte wissen, ob Babu wirklich ein Junge ist oder ob Babu nicht doch heimlich ein Mädchen in Brookhaven ist. Aber das war der wohl nicht. Ich hau jetzt ab, Felix. Ich muss zum Unterricht. Oh Mann, ey, das war aber mega knapp. Und jetzt schnell wieder zum Unterricht, bevor die anderen wieder da sind. Oh Mann, ey. Hallo, Herr Lehrer. Oh, ich bin ja ganz alleine hier. Ey, wo bleiben die denn? Nun, Kinder, was ist denn heute mit euch los? Ihr müsst alle auf Toilette. Das ist irgendwie komisch. weiß ich auch nicht. Vielleicht war irgendwas im Essen oder so. Na, Babu, der Unterricht ist jetzt schon beendet. Ihr müsst jetzt zum Sportunterricht gehen. Okay, also auf zum Sportunterricht. Yay. Sport ist einer meiner Lieblingsfächer. Da kann ich mich mal so richtig austoben. Und da muss ich nicht lernen oder so. Da kann ich einfach so Spaß haben und spielen. Und das finde ich eigentlich ist schon ein richtig cooles Fach. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Ist Sport auch euer Lieblingsfach? Also meins ist es schon. So, wo sind denn die anderen? Ich stelle mich mal hier auf
den Platz hin. So, also liebe Kinder, wir sind jetzt hier im Sportunterricht und jetzt machen wir hier eine kleine Übung. Also, die Jungs, die müssen einen Ball 5 Meter werfen. Also Felix, fang du schon mal an. Werf du mal den Ball 5 Meter. 5 Meter einen Ball werfen? Nichts leichter als das. Und Wurf. Habt ihr das gesehen? Das waren mehr als 5 Meter. Woohoo, ich bin einfach so cool. Okay, sehr gut, Felix. Und jetzt ist Mia dran. Mia, weil du ein Mädchen bist, brauchst du den Ball nur 2,5 Meter werfen. Ja, ist so cool, Mädchen zu sein. Yay. Und Wurf. Sehr gut, Mia. Das waren 2,5 Meter, genau wie angefordert. Sehr gut. Okay, und jetzt ist Babo dran. Babo, du musst auch 2,5 Meter werfen. Herr Babo, bist du ein Mädchen oder was? Warum musst du nur 2,5 Meter werfen? Das ist total unfair. Hey, ich bin doch kein Mädchen. wie kommst du denn darauf, Felix? Ich bin doch nicht heimlich ein Mädchen in Brookhaven. Herr Lehrer, ich werde auch 5 Meter werfen. Ich schaffe das auch. So, hier einmal den Ball nehmen und dann werde ich 5 Meter werfen. Ich werde bis über diese Linie werfen, weil ich bin nämlich ein Junge und nicht heimlich ein Mädchen. So, und Wurf. Ba-ba-bam, yay. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ich hab's euch gezeigt. Ich bin nämlich auch ein Junge, ja? Okay, Babo. Komisch, dass du das so stark betonst. Das sehen wir doch, oder? Bist du doch kein Junge. Hä? Doch, klar bin ich ein Junge. Oh Mann, Babo, dass du immer so angeben musst. Das bekommst du gleich zurück. Ja, auf dem Flur. Da werde ich dir richtig die Hölle heiß machen. Darauf kannst du wetten. Oh Mann, ey. Felix ist immer so gemein zu mir. Aber es bleibt mir jetzt ja keine andere Wahl. Ich muss jetzt auch wieder in die Schule gehen. Immerhin geht der Unterricht gleich weiter. Aber diesmal werde ich Felix das zeigen. Ich lasse mir das nicht immer gefallen, dass er mich verprügeln will. Felix, ich komme. Ich werde mich zur Wehr setzen. Auch wenn ich heimlich ein Mädchen bin und eigentlich viel schwächer als Felix ist, bin aber pst, das darf er nicht wissen. Das darf er nicht wissen. Hey Felix, na, ich mach dich jetzt fertig. Ich lass mir das nicht von dir gefallen, dass du mich immer hauen willst. Das ist total unfair von dir. Ich habe nämlich gar nichts gemacht. Ja, Babu, das werden wir ja noch sehen. Kann mit dir umgehen, wie ich will. Immerhin bist du ein Junge. Du musst das einstecken. Und Attacke. Bam. Hey, aua, lass mich in Ruhe. Nur weil ich ein Junge bin, heißt das nicht, dass man sich schlagen muss, ja? Die Jungs haben nämlich auch Schmerzen. Und das ist gar nicht so cool, wenn man sich gegenseitig schlägt, ja? Jetzt lass mich in Ruhe. Nein, verfolg mich nicht. Doch, Babo, ich renn dir hinterher. Attacke. Nein, bitte hör auf damit, Felix. Bitte lass mich in Ruhe. Nein. Haha, da bist du ja, Babo. Und jetzt nimm das. Bäm. Aua, Felix, du hast mich schon wieder verprügelt. Ha, so wie sich das gehört. Immerhin bist du einfach eine Lusche, Babo. Hahaha. Oh Mann, ey, das tut so weh. Aua, Felix hat mich schon wieder geschlagen. Oh Mann, ey, wenn der wüsste, dass ich heimlich ein Mädchen bin, würde er mich dann immer noch schlagen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. La 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 la. Oh nein, Babo, was ist mit dir denn passiert? Oh, hey, Mia, was soll mit mir passiert sein? Felix ist passiert. Felix hat mich mal wieder verprügelt. Und das tut so weh. Oh Mann, ey, das geht nicht. Felix kann dich nicht immer so schlagen. Babo, da musst du irgendwas gegen tun. Babo, du musst dich zur Wehr setzen. Das geht nicht mehr so weiter mit dir. Ja, Mia, das würde ich ja auch gerne tun, Mia. Aber ich habe ein Geheimnis. Ich habe ein Geheimnis. Und deswegen kann ich Felix nicht verprügeln. Deswegen kann ich mich nicht wehren. Mia, ich bin einfach zu schwach. Ja, Babo, was ist dein Geheimnis? Mir kannst du es doch anvertrauen, Babo. Ich bin doch deine Freundin, Babo. Okay, Mia. Aber du musst mir versprechen, dass du niemanden davon erzählen wirst, Mia. Mia, versprichst du, niemanden von meinem Geheimnis zu erzählen? Bitte, Mia, ich flehe dich an. Okay, Babo, wenn es dir so wichtig ist, dann werde ich niemanden von deinem Geheimnis erzählen. Okay? Okay, Mia. Guck mal, aber ich bin in Wirklichkeit heimlich ein Mädchen.
Was, Babo? Du bist ja ein Mädchen. Wie kann das denn sein? Das ist mir ja noch nie aufgefallen, Babo. Oh Mann, du bist ein Mädchen. Genau, Mia. Ich bin ein Mädchen. Und Felix, der verprügelt mich immer. Und ich habe gar keine Chance gegen ihn. Das ist so unfair. Was kann ich nur machen? Keine Angst, Babo. Wir halten zusammen. Und los, nun auf zum Unterricht. Okay, dann verkleide ich mich jetzt wieder. Uibu! Uibu! So, und jetzt auch wieder in die Klasse rein. Einmal hier hinsetzen. Okay, Kinder, also jetzt haben wir Matheunterricht. Ey, pst, ey, Babo, pst, ey, Babo, haha, ey, Babo. Ja, Felix, was ist? Hey, Babo, du bist ja so schwach wie ein Mädchen. Du bist ein kleines Schwächling, Babo, hahaha. Babo, du bist so schwach wie ein Mädchen. Hey, lass mich in Ruhe, Felix. Ich bin nicht so schwach wie ein Mädchen, ja? Hey, Felix, lass Babo in Ruhe, ja? Der hat dir gar nichts getan. Und du sollst ihn nicht immer schlagen. Papalapap. Ich schlag Babo, wann ich will. Ey, hör auf damit. So, Kinder, der Unterricht ist beendet. Hey, Babo, wollen wir uns verabreden? Wollen wir jetzt nach der Schule shoppen gehen? Shoppen gehen? Ja, können wir gerne machen. Ich war schon lange nicht mehr shoppen. Vor allen Dingen nicht mit einem Mädchen. Los, lass uns losgehen, Mia. Wir gehen jetzt shoppen. Wir gehen jetzt shoppen. Wir gehen jetzt in Brookhaven shoppen. Oh, Mia, schau mal hier. Lass uns hier in den Laden reingehen. Vielleicht finden wir tolle Klamotten für uns. Oh ja, Babo, ich komm. Oh, Mia, das sind aber schöne Klamotten. Oh, meinst du, ich kann mein Kleid anziehen? Ja, Babo, warum denn nicht? Immerhin bist du ein Mädchen, zieh doch mal ein Kleid an. Okay, dann gehe ich in die Umkleide und zieh mir ein Kleid an. So, ich bin jetzt in der Umkleide und jetzt werde ich mir ein Kleid anziehen. Also, wenn das nicht süß ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Mann, ey, irgendwo müssen die doch sein. Hä? Ist das Mia da vorne in dem Laden? Hey Mia, bist du hier mit Babo shoppen? Oh nein, Baba, was macht Felix denn hier? Der darf Babo nicht als Mädchen sehen. Babo ist doch heimlich ein Mädchen. Und keiner weiß das Geheimnis außer mir. Hey Mia, was ist los mit dir? Nix ist los mit mir. Was ist mit dir los? Hau ab, ich will dich hier nicht sehen. Oh Mann, ey, du bist ja eine richtige Zicke. Dann, wenn du mich nicht hier haben willst, dann hau ich halt ab. So, dann zeige ich Mia mal das Kleid. Und hey, Mia, komm mal, was hältst du von meinem Kleid? Nein, Babo, los, versteck dich schnell, Felix ist hier. Was habe ich da gehört? Oh nein, Felix hat mich entdeckt. Was, Babo, du bist ja heimlich ein Mädchen. Ja, Felix, ich bin Babo und heimlich ein Mädchen. Nein, du hast es rausgefunden. Oh Mann, Babo, das wusste ich ja nicht. Sonst hätte ich dich niemals verprügelt. Es tut mir leid, Babo. Hä? Ja, okay, danke, Felix. Ich dachte, du würdest mich jetzt wieder ärgern. Nein, dafür ärgere ich dich doch nicht. Okay, cool. Hey, Leute, heute bin ich Undercover-Polizist in Brookhaven. Ich bin der neue Undercover-Polizist in der Brookhaven-Schule. Denn in der Brookhaven-Schule wird in letzter Zeit oft eingebrochen und da werden oft Dinge gestohlen. Und deshalb bin ich, Babo, in dieser Folge Undercover-Polizist in der Brookhaven-Schule. So, und wir sind jetzt hier an der Schule und da muss ich mich erstmal ganz schnell umziehen, damit das nicht auffällt, dass ich hier Polizist bin. So, jetzt sehe ich aus wie ein ganz normaler Schüler und jetzt gehe ich wieder in den Unterricht rein. So, hier vorne ist auch schon meine Klasse. Die setze ich mich mal rein. Hallo Lehrer, na? Oh, hallo Babo. Hast du auch schon den Kanal abonniert? Ja, sicher habe ich schon den Kanal abonniert. Wo sind denn die anderen? Die anderen sind noch nicht da. Wir fangen jetzt schon mal an mit dem Unterricht. Also Babo, was ist die Quadratwurzel von 34? Die Quadratwurzel von 34? Uah, Hilfe! Nanu, was war das? Ich komme und rette dich, Mia. Ich komme. Ich bin doch Babo. Was ist los, Mia? Was ist los? Oh nein, Babo, da war jemand. Da war jemand, der hat mich geschubst. Und ich weiß nicht, wer das war. Der hatte eine Kapuze auf. Oh Mann, Babo, was ist los? Oh Mann, Mia, das hört sich ja gar nicht gut an. Aber jetzt bin ich ja bei dir. Komm, wir gehen gemeinsam wieder zurück zum Unterricht. Und dann kann uns nichts passieren. Ich werde auf dich aufpassen. Okay, danke, Babo. Ach, kein Problem, Mia. Dafür sind Freunde ja da. Und du weißt doch, wir sind die besten Freunde, die es gibt. Ja, stimmt, Babo. Oh Mann, das war aber ziemlich aufregend. Also, Babo, nun zu deiner Frage. Was ist die dritte Quadratwurzel aus 34?
34. Die dritte Quadratwurzel aus 34. Hey Leute. Ach Felix, wo kommst du denn auf einmal her? Ich dachte, du wärst krank. Nee, ich war nur auf Toilette. Felix, hast du mich da gerade auf dem Flur umgeschubst? Du warst ja gar nicht da. Das ist ja sehr komisch. Vielleicht hat Felix ja Mia umgeschubst. Das wäre natürlich wieder typisch für Felix. Der ist so ein fieser Hund. Okay, Barapo. Also die Antwort ist 45,678. Okay. Dann Kinder, geh mal zum Sportunterricht. Diese Stunde ist beendet. Yay, Sport. Oh, da freue ich mich immer mega super und super, super, super doll drauf. Weil Sport ist einfach mein allergrößtes Lieblingsfach. Hier kann man toben. Oh, ich hab schon einen Ball. Das macht immer mega Spaß. Hier einfach im Sportunterricht hier so ein bisschen Fußball spielen oder einfach Brennball oder sowas. Das ist einfach wirklich toll. Da kann man sich mal richtig auspowern. Oh, spielen wir jetzt Sport? Ja, genau. In dieser Unterrichtsstunde werden wir Fußball spielen. Oh, cool. Kann ich mir ein Team aussuchen? Und ich will mir auch ein Team aussuchen. Ich will nämlich nicht mit Barapo im Team. Ja, okay. Dann könnt ihr beide euch ein Team aussuchen. Yay, yay. Was war das? Jemand hat das Licht ausgemacht. Hier. Oh, Mann. Hier hat irgendjemand das Licht ausgemacht. Ist das etwa wieder der Dieb von der Brookhaven Schule? Oh, Leute. Den werden wir schnappen. Hier, komm. Wo bist du? Komm doch raus hier. Ich hab keine Gnade vor dich. Ich bin der Undercover-Polizist Barapo in der Brookhaven-Schule. Und das lasse ich mir hier nicht gefallen. Hä, Nanu? Das Licht ist ja wieder an. Leute, ist doch was aufgefallen? Der Fußball ist weg, Leute. Der Fußball ist weg. Jemand hat den Fußball geklaut. Oh Mann, wusste ich doch, dass wieder der Brookhaven-Schuldieb am Werk ist. Oh Mann, ey. Den werde ich beim nächsten Mal kriegen. Nochmal bitte mir nicht entkommen. Oh Leute, was soll ich sagen? Wenn wir keinen Fußball haben, dann können wir auch keinen Sport machen. Kinder, die Schule ist für heute beendet. Ihr dürft nach Hause gehen. Yay, kein Sport. Och, Manno. Dabei wollte ich Barapo doch fertig machen. Okay, dann gehen wir halt nach Hause. So, Leute, Felix geht zuerst raus. Ich glaube, ich werde ihn verfolgen und schauen, was er da macht. Na, wo will er denn hinlaufen? Das sieht mir aber komisch aus. Wo will der denn hin? Okay, er läuft nach draußen. Wahrscheinlich zu seinem Fahrrad, okay? Da muss ich ihn verfolgen. Ich denke, dass Felix der Dieb ist. Mann. Wo könnte der sein? Wo könnte Felix hin sein? Ey, Barapo! Na, verfolgst du mich etwa oder was? Was soll das? Denkst du etwa, ich wäre der Dieb der Brookhaven? Schule? Felix, ja genau das denke ich. Du bist immer so fies und gemein. Da würde mich das nicht wundern, wenn du hier auch in der Schule Sachen klaust. Du, Barapo, kümmere dich lieber um deinen eigenen Dreck. Ich bin doch kein Dieb. Was hältst du nur von mir? Lass mich in Ruhe. Ich bin garantiert nicht der Dieb der Brookhaven Schule. Heute ist wieder ein neuer Tag als Undercover-Polizist in der Brookhaven Schule und ich werde jetzt mal wieder mein Outfit ändern. So, jetzt fällt keinem auf, dass ich heimlich Polizist in der Brookhaven Schule bin. Oh, Nanu, was ist da denn? Hallo. Aber wenn ich es Ihnen doch sage, ich habe den Fußball nicht geklaut. Felix, das glaube ich dir nicht. Wir haben dein Schließfach aufgemacht und wir haben diesen Fußball darin gefunden. Das ist doch der Fußball, der gestern im Sportunterricht gestohlen wurde. Aber ich schwöre es, ich war das nicht. Da versucht mir irgendjemand was anzuhängen. Bestimmt dieser Barapo. Hör endlich auf mit diesen blöden Ausreden, Felix. Davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Du wirst hiermit von der Schule verwiesen. Oh nein, bitte tun Sie mir das nicht an. Meine Eltern werden mich umbringen. Nein, bitte, ich möchte nicht von der Schule fliegen. Na, das hättest du dir wirklich eher überlegen sollen, bevor du den Fußball gestohlen hast. Und jetzt raus mit dir! Nein, ich will aber nicht. Oh Mann, dann war das wohl alles Felix. Naja, dann. Das haben sie aber sehr gut herausgefunden, Herr Lehrer. Wie kann das denn sein, dass sie das auf einmal gemerkt haben? Ach, da habe ich einen anonymen Tipp bekommen. Okay, das ist ja interessant. Dann werde ich nochmal mit Felix reden. Na, Felix, also warst du es doch. Nein, Barapo, ich habe nichts geklaut. Ich weiß, ich bin zwar ein gemeiner Typ, aber gestohlen habe ich noch nie was. Ja, Felix. Ich gehe jetzt in den Unterricht. Mit einem Dieb brauche ich mich auch nicht abgeben. So, hier jetzt einmal in den Unterricht reingehen und mich hinsetzen. Habt ihr eigentlich schon den Kanal abonniert? Falls nicht, abonniert jetzt alle den Kanal. Also Kinder, wie ihr mitbekommen habt, haben wir jetzt Felix von der Schule verwiesen. Ab jetzt sollte alles wieder seinen normalen Lauf nehmen. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Unterricht an. Nanu, irgendwie fehlt die Kreide. Du, Barapo, hol mal eben neue Kreide aus dem Nachbarzimmer. Okay, ich hol neue Kreide. So, einmal hier zur Nachbarklasse gehen und hier die Kreide holen. So, jetzt habe ich die Kreide und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Klassenzimmer. Lalalala. Oh. Was ist das? Hoch die Hände. Ich bin ein Undercover-Polizist, Barapo. Ich bin heimlich Polizist an der Brookhaven-Schule
Und wer bist du, dass du hier einfach diesen Schulspind hier aufbrichst? Ich bin's, Mia. Keiner von euch hat daran gedacht, dass ich auch hätte das sein können. Was? Mia, du? Wie kann das sein? Keiner hat vermutet, dass du das gewesen bist. Damit wirst du nicht davon kommen. Du wirst von der Schule verwiesen werden. Genauso wie Felix. Nein, bitte nicht. Es tut mir leid. Ich hab das nur für den Adrenalinkick gemacht. Ich wollte niemals jemanden schaden. Na, das musst du jetzt mit unserem Lehrer klären. Okay, Mia. Du bekommst 4 Wochen Nachsitzen für deinen Diebstahl und für deinen Betrug. Okay, ich denke, das ist nur fair. Und Felix, nun zu dir. Ja? Du darfst wieder auf die Brookhaven-Schule gehen. Dein Schulausschluss wurde zurückgenommen. Ah, danke schön. Das war wieder ein erfolgreicher Job für den heimlichen Polizist Bapo. Oh nein, Kinder, es hat schon wieder jemand was geklaut. Wer von euch war das? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Ich klau doch nichts mehr. Okay, dann muss ich wohl den Polizist Bapo rufen. Bapo, bitte komm schnell zur Brookhaven-Schule. Wir haben hier wieder einen Dieb und du musst ihn aufspüren. Okay, Herr Lehrer, das ist gar kein Problem für mich. Wer könnte der Dieb oder die Diebin sein? Wir gehen jetzt gemeinsam in den Klassenraum und werden es herausfinden. Hallo Leute, ich bin Bapo. Und wer von euch ist der Dieb hier? Komm, los, spuckt's aus. Herr Lehrer, sind Sie etwa der Dieb oder bist es doch du, Felix? Oder sogar du, Mia. Ihr könnt das Secret nicht für immer für euch behalten. Los, sag mir das Secret. Wer von euch ist der heimlich Böse hier in Brookhaven? Okay, na gut, Bapo. Du hast mich erwischt. Ich, der Lehrer, bin der heimliche Böse. Das war mein Secret. Was hast du jetzt mit mir vor? Da du schon erwachsen bist, muss ich dich jetzt für eine Woche mit in das Gefängnis nehmen. Du bist hiermit verhaftet. Auf geht's zur Polizeiwache und da werden wir dich einsperren, Lehrer. Du wirst für eine Woche eingesperrt. Du musst hier jetzt eine Woche verbringen. Okay, das ist nur fair. Ich werde nie wieder etwas klauen. Und das solltet ihr auch nicht. Ich bin heimlich reich und keiner meiner Klassenkameraden weiß das. Dann gehe ich jetzt mal in die Klasse. Guten Morgen, Herr Lehrer. Guten Morgen, Kinder. Ach man, jetzt ist mein Stift kaputt gegangen. Oh, jetzt habe ich keinen Stift mehr. Okay, Kinder, es wird Zeit für die Pause. Yippie, Pause. Ja, endlich kann ich in die Pause gehen. Es wird Zeit für die Pause, Bapo. Kommst du mit? Ab zur Cafeteria. Ich gehe dann auch in die Pause. Bis später, Bapo. Hehe, jetzt bin ich ganz alleine. Und hier tue ich wieder meine Superheldenkraft. Ich werde Felix einen Stift geben. Einen meiner Ersatzstifte. Ihr wisst ja, ich bin superreich und das weiß keiner. Bin heimlich reich und gebe Felix jetzt einen goldenen Stift. Einen goldenen Ersatzstift. So, bitteschön, hier Felix. Viel Spaß damit. Und jetzt gehe ich auch in die Pause und tue so, als wäre ganz normal Pause gewesen. Lalalalala, die Pause ist zu Ende. Nanu, hier ist ja ein neuer Stift für Felix. Okay. Oh Mann, das ist ja ein goldener Stift. Wer hat mir denn hier einen goldenen Stift geschenkt? Das ist aber nett. Ich frag mich, woher der kommt. So, Kinder, es wird Zeit für den Unterricht. Die erste Aufgabe ist, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Haha, nichts leichter als das. Das haben wir schon alle erledigt. Okay, Kinder, dann lasst mich mal schauen, was als nächstes auf dem Plan steht. Nanu, mein Handy ist ja kaputt. Oh Mann, das Handy war gerade neu und ich kann mir kein neues mehr leisten. Als Lehrer verdiene ich doch so wenig Geld. Das tut mir aber leid, Herr Lehrer. Das wird sich bestimmt irgendwie regeln. Oh Mann, ey Bapu, meinst du wirklich, dass sich das so einfach regeln lässt? Ich leg das Handy jetzt erstmal hier hin. So Kinder, an euch wünsche ich jetzt einen schönen Nachmittag. Die Stunde ist beendet. Ich muss jetzt erstmal gehen. Ich auch. Oh Mann, ich kann es gar nicht fassen, dass ich jetzt einen neuen goldenen Stift habe. Wie cool ist das denn? So, jetzt sind ja alle weg. Jetzt schnappe ich mir das Handy. So, jetzt habe ich das Handy. Und jetzt... Bapu, kommst du? Ja, ich komm. Nix passiert, Mia. Nix passiert. So, es ist der nächste Tag und ich habe das reparierte Handy dabei. Ich war extra beim Handy-Reparaturladen und hab das Handy vom Lehrer reparieren lassen. So, hallo Mia, hallo Felix. Oh, da hinten ist der Lehrer. Muss jetzt aber mal ganz schnell in die Klasse und dann verstecke ich das Handy wieder hier vorne und Handy nochmal hinlegen. So, und jetzt setze ich mich schon mal hin. La 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 la. Der Unterricht geht jetzt los. Achtung, Kinder, der Unterricht geht los. Nanu, was liegt denn da? Hier liegt ja mein Handy von gestern. Und es geht wieder. Yippie, es geht wieder. Oh, wie cool ist das denn? Mein Handy geht wieder. Das Display
Display wurde ja repariert. Das ist ja seltsam. Achtung, Achtung, Kinder. Ich bin der Schuldirektor. Und ich habe eine ganz schlimme Nachricht für euch. Der Schulbus ist kaputt. Und jetzt müsst ihr alle zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto eurer Eltern zur Schule kommen. Die Schule kann sich keinen neuen Schulbus leisten. Dafür fehlt uns einfach das Geld. Wenn kein Wunder passiert und niemand unserer Schule einen Haufen Geld spendet, dann werdet ihr für die nächsten 3 Jahre mit dem Fahrrad zur Schule kommen müssen. Oh Mann, was? Der Schulbus ist kaputt. Aber das ist doch wieder ein Job für den heimlich reichen Bapo. Ich werde der Schule einen neuen Schulbus kaufen und das nehme ich jetzt in Angriff. So, Herr Schuldirektor, ich muss leider gehen. Mir geht's gar nicht so gut. Ich gehe nach Hause. Okay, bis dann, Bapo. Das musst du jetzt leider zu Fuß machen. Ist nicht schlimm. Bis morgen. So, Leute, der Schulbus ist kaputt. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin doch heimlich reich. Und das ist ein Job für den heimlich reichen Bapo. Ich werde da vorne zum Autoshop gehen und einen neuen Schulbus kaufen. Yippie! Oh Mann, dieser Schulbus sieht so cool aus. Ich gehe mal rein und frag mal, was der kosten soll. Hallo. Na, hallo, wie geht's dir? Hey, ich würde gerne den Schulbus kaufen, den ihr da habt. Wie teuer ist der? Bist du dir ganz sicher, dass du diesen coolen Schulbus kaufen willst? Ich meine, der kostet 50.000 Robux. Ja, den möchte ich kaufen. Aber Junge, kannst du dir den überhaupt leisten? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich bin heimlich reich. Hier, bitteschön, das sind 50.000 Robux. Und jetzt möchte ich den Schulbus haben. Hier, bitteschön, der Schulbus. Dankeschön und viel Spaß mit dem Geld. Wuhu, ich habe jetzt einen Schulbus gekauft. Wie cool ist das denn? Wir haben jetzt einen neuen, richtig coolen Schulbus. Wuhu. Oh Mann, der ist so schnell. Der ist so cool, der Schulbus. Yippie. Wow. Drift-Schulbus, let's go. Lalalalala. Oh, da sind ja schon alle an dem Schulbus. Mal gucken, was sie zu sagen haben. Hey, Leute. Hey, Bapo. Hast du das gesehen, Bapo? Wir haben einen neuen Schulbus. Oh ja, wie cool ist das denn? Aber sagen Sie mal, wie konnten Sie sich das denn leisten? Der Schulbus wurde gespendet. Da stand drauf, für die Schule vom Unbekannten. Oh, das ist ja Wahnsinn. Dann haben Sie aber einen großzügigen Spender gehabt. Das ist der neue Schulbus XLR 65-7BAQ. Das ist ein wirklich cooler Schulbus. Wer könnte den Schulbus wohl gespendet haben? Und ich habe auch neue Stifte bekommen. Stifte aus Gold. Oh, krass, cool. Und der Lehrer, dessen Handy wurde auf einmal repariert. So, Kinder, der Unterricht ist beendet. Ihr dürft nach Hause gehen. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh Mann, das war wirklich wieder eine gelungene Aktion von mir. Ey, Bapo, warte auf mich. Muss mit dir reden. Nanu, was ist denn los, Mia? Was kann ich für dich tun? Du, Bapo, ich weiß, wer hier heimlich reich ist an der Schule. Hier ist jemand reich und er sagt es keinem. Und ich weiß, wer es ist. Ich habe es an den Stiften von Felix erkannt. Ich weiß, wen sie vorher gehört haben. Oh Mann, Mia. Das sind aber ganz schön schwere Anschuldigungen. Bist du dir wirklich sicher, dass du weißt, wer der heimlich Reiche ist? Ich bin mir ganz sicher. Und ich werde es jetzt gleich dem Direktor petzen. Das kann nicht einfach sein, dass hier jemand heimlich reich ist und das niemandem erzählt. Okay, Mia. Du hast mich erwischt. Es tut mir... Es ist Felix. Felix ist der heimlich Reiche. Er tut so, als wäre er arm, aber das stimmt gar nicht. Felix ist reich. Okay, Mia. Bist du dir da wirklich sicher? Ja, bin ich. Und ich gehe jetzt zum Direktor und petze dem das. Hallo, Herr Direktor. Ich muss Ihnen unbedingt was sagen. Ich glaube, ich weiß, wer der heimlich reiche Schüler an dieser Schule ist. Ach ja, Mia. Bist du dir da wirklich sicher? Ja, bin ich. Ich glaube, Felix ist heimlich reich. Na, Mia. Das kann aber ja nicht sein. Felix ist wirklich sehr arm. Also er ist es bestimmt nicht. Das ist totaler Quatsch. Okay. Wenn Felix es nicht ist, dann weiß ich aber wirklich, wer es ist. Und diese Person stelle ich jetzt zurück. Rede. Also, Bapo, wenn Felix das nicht ist, dann bist du das. Bapo, du bist der heimlich Reiche in der Schule. Wie kann das sein? Warum hast du uns das nie gesagt? Mia, das stimmt nicht. Ich denke, da verwechselst du irgendwas. Du kommst hier ganz durcheinander. Es wird auch Zeit, dass ich gehe. Bis später. So, ich fahre jetzt mal nach Hause. Mia hat mich aber heute beinahe erwischt, ey. Das war aber mega knapp. Nochmal darf das nicht passieren. Ich muss vorsichtiger sein. Keiner darf wissen, dass ich heimlich reich bin. So, jetzt bin ich zu Hause. Meiner schönen Luxusvilla. Ich habe Bapo heimlich bis hierhin verfolgt. Bapo, da habe ich dich erwischt. Du bist der heimlich Reiche. Oh nein, Mia. Du hast mich ja bis nach Hause verfolgt. Oh Mann. Jetzt ist alles aufgeflogen. Ja, du hast recht. Ich bin der heimlich reiche Schüler an der Schule. Aber bitte erzähl das keinem. Aber Bapo, warum behältst du das denn die ganze Zeit geheim für dich? Ach, Mia, weißt du, ich möchte, dass die Leute mich wegen meiner Persönlichkeit mögen. Und nicht, weil ich so viel Geld habe. Okay, Bapo. Ich verstehe das. Ich verstehe, warum
warum du die Dinge einfach so verschenkst und nicht sagst, dass du das bist. Du möchtest einfach nur was Gutes tun. Okay, Mia, danke für deine Verständnis. Bitte, bitte sag das niemandem, dass ich heimlich reich bin. Okay, Babu. Oh, was ist das denn hier? Das trinke ich mal. Hey, nein, Babu, trink das bloß nicht. Das ist ein Unsichtbarkeitstrank. Ein Unsichtbarkeitstrank? Ja, Babu, du wirst jetzt unsichtbar. Oh nein, Leute, ich bin jetzt unsichtbar. Oh Mann, ey. Oh, Frau Professorin, wie lange werde ich jetzt unsichtbar sein? Babu, das kann dir keiner sagen. Der Unsichtbarkeitstrank wirkt bei jedem unterschiedlich lang. Oh Mann, ey, jetzt bin ich einfach unsichtbar, okay? Naja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mein Leben normal weiterzuleben. Aber immerhin kann ich kontrollieren, wann ich mich wieder sichtbar mache. Und das mache ich jetzt. Haha, ich bin wieder sichtbar, wuhu. Okay, und jetzt geht's auf in die Brookhaven-Schule. Denn der Tag muss normal weitergehen. Und dann kann ich mal gucken, was ich mit der Unsichtbarkeitsfähigkeit alles so anstellen kann. Immerhin weiß ich nicht, wie lange ich das hab. Und dann will ich ja ganz viel ausprobieren. Okay, hier ist die Brookhaven-Schule. Oh, da ist Felix. Seht ihr den? Der hat bestimmt wieder irgendwas Blödes vor. Ich mache mich mal unsichtbar und beobachte den. Okay, ich bin unsichtbar. Und jetzt gehe ich mal zu Felix hin. Ganz leise und hör mal, was er da vorhat. Da kommt Babu da vorne. Auf den habe ich schon gewartet. Ich werde Babu eine Falle stellen. Ich werde mich jetzt hier hinter der Tür verstecken. So. Und wenn der dann kommt, dann werde ich den erschrecken. Und dann ist sein Tag schon gelaufen. Ich bin nämlich der böse und gemeine Felix. Aha, also das hat er vor. Okay. Dann mache ich mich jetzt mal wieder sichtbar. Wuhu! Okay, ich bin wieder sichtbar, Leute. Und jetzt werde ich einfach in die Schule reingehen und Felix versucht mich zu erschrecken, aber ich weiß ja schon, wo er ist, also bin ich komplett unbeeindruckt. Und das werde ich ihn jetzt erstmal spüren lassen. Lalalala. Felix, du brauchst mich gar nicht erschrecken. Ey, das ist ja unfair, Babu. Du hast es ja schon gewusst, dass ich hier stehe. Mensch. Dabei wollte ich dich doch nur erschrecken. Oh Mann, ey. Haha, heute nicht mit mir. Oh Mann, Babu, was war das denn? Haha, Mia, ich hab's schon gesehen, dass er sich da versteckt hat. Und deshalb wollte ich mich nicht von ihm erschrecken lassen. Oh Mann, Babu, du bist echt ein schlauer Fuchs, das muss ich dir mal sagen. Danke, Mia. Ich lass mich jetzt nicht mehr von Felix ärgern. Komm, lass uns in die Klasse gehen. Oh Mann, ey, Felix sitzt da schon. So, Kinder, und wie ihr wisst, die erste Aufgabe ist, das Video zu liken. Herr Lehrer, kann ich auf Toilette? Okay, Babu, das hättest du auch noch zu Hause machen können. Aber jetzt geh mal schnell auf Toilette, der Unterricht fängt an. Okay, danke. So, ich habe nämlich jetzt einen Masterplan. Ich gehe hier raus und dann mache ich mich unsichtbar. So, und jetzt bin ich unsichtbar. Und jetzt gehe ich nicht auf Toilette, jetzt gehe ich wieder in den Klassenraum rein. Und dann versuche ich Felix mal einen Streich zu spielen. So, was machen die jetzt, während ich nicht im Unterricht bin? Oh Mann, Leute, das ist so, so interessant. So, okay, Leute, ich sehe hier, Felix hat einen Zettel. So, und den Zettel werde ich jetzt auf den Boden schmeißen. So, und ich hab den und jetzt auf den Boden damit. Hä? Was ist mit meinem Zettel passiert? Ich hab ihn einfach ausgetrickst. Du, Felix, was ist denn da los? Nix, mir ist nur mein Zettel aus der Hand gefallen. Dann halt ihn mal besser fest. Ich muss dir jetzt was an der Tafel schreiben. Also, Kinder, rechnet mir mal diese Matheaufgabe aus. 3 plus 3 sind 9. Felix, was würdest du sagen, ist die Antwort? Okay, jetzt spricht er gerade mit Felix. Und Felix ist überlegt immer so lange. Und jetzt werde ich dem Lehrer auch einen Streich spielen. Ich gehe jetzt an die Tafel. So. Und jetzt trage ich hier was Neues ein. Wer das liest, ist doof. Wer das liest, ist doof. Oh Mann, ey. Der Lehrer, der wird sich jetzt bestimmt gleich fragen, was da passiert ist. Okay, jetzt erstmal zu Felix. 3 plus 9 sind... Nun warten Sie mal, wollen Sie mich ärgern? Da steht ja was ganz anderes. Da steht, wer das liest, ist doof. Mensch, Felix, willst du mich auf den Arm nehmen oder was? Ich hab doch nicht geschrieben, wer das liest, ist doof. Hier, ich hab geschrieben, also, 3 plus 3 sind 9... Hä? Mensch, was war das denn? Warum steht denn da jetzt auf einmal, wer das liest, ist doof? So, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich geh schnell wieder raus und komm dann wieder rein. So,
So, ich mache mich jetzt schnell sichtbar. Woohoo! Ich bin wieder sichtbar. Und jetzt gehe ich ganz normal rein, als wäre ich auf Toilette gewesen. La 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 la. Hä, Leute, was ist denn hier los? Warum steht denn da an der Tafel, wer das liest, ist doof? Sag mal, Herr Lehrer, wollen Sie uns ärgern? Hä, nein, Babo, ich kann mir das auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass Felix sich daneben benommen hat. Der Unterricht ist beendet. Das hat ja super geklappt, Leute. Okay, ich mache mich ganz schnell wieder unsichtbar. Wuhu! Okay, Leute, ich bin wieder unsichtbar und die anderen merken das nicht. Nanu, wo ist Babu denn hin? Okay, Leute, das ist meine Chance. Ich werde in das Büro des Schulleiters gehen und da werde ich den nächsten Streich spielen. Okay, hier ist das Büro des Schulleiters und da gehe ich jetzt rein. Okay, da sitzt der Schulleiter. Okay, ich muss ganz leise sein. Er sieht mich nicht, weil ich heimlich unsichtbar bin, Leute. Ich bin heimlich unsichtbar, okay? Er tippt hier irgendwas ein. Was tippt er denn da ein? Okay. Krankmeldungen, Leute. Leute, ich habe die mega heftige Idee. Okay, ich werde uns jetzt hier einen freien Tag verschaffen. Okay, Leute, ich nehme jetzt hier mal eine Krankmeldung. So, jetzt habe ich hier auch so eine Krankmeldung. Und jetzt schreibe ich hier nochmal rauf. So, welche Lehrer haben wir denn heute noch? Okay, wir haben noch Herrn Schmidt und Frau Piepmatz. Okay, Herr Schmidt und Frau Piepmatz. Okay, die sind auch noch krank. So, schreibe ich hier drauf. Herr Schmidt und Frau Piepmatz sind auch noch krank. So, okay, und jetzt muss er das sofort nehmen. So, okay, er nimmt das Papier. Und jetzt, was sagt er? Okay, Herr Schmidt und Frau Piepmatz sind auch krank. Okay, Tipp. Ah, das bedeutet also, die Klasse von Babu hat jetzt schulfrei, weil kein anderer Lehrer für die einspringen kann. Dann muss ich wohl eben schnell eine Durchsage machen. Er macht jetzt eine Durchsage. Okay, hören wir mal zu, was er da sagt. Hallo Kinder von der Brookhaven Schule. An die Klasse von Babu. Alle eure heutigen Lehrer sind krank. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Oh mein Gott, er hat's wirklich getan. Okay, jetzt aber schnell wieder raus, bevor mein Schwindel hier auffliegt. Oh Mann, wo sind sie denn? Oh, ich muss mich erst wieder sichtbar machen, weil sonst können die mich ja nicht sehen. So, unsichtbar machen! Okay, Leute, und jetzt ganz unauffällig zu denen hinlaufen. Hallo Mia, hallo Felix. Oh, hallo Babu. So, und ich frage mich, wie kann das sein, dass auf einmal alle Lehrer krank sind? Die sind doch noch da. Okay, Leute. Ich werde euch sagen, wie das funktioniert hat. Ich habe für den Ausfall gesorgt. Ich habe den Lehrer falsche Krankmeldungen untergejubelt. Und jetzt denkt der Schulleiter, dass unsere Lehrer krank sind. Und jetzt haben wir einen freien Tag. Boah, Babu, das ist so cool. Endlich haben wir einen freien Tag. Okay, Babu, und wie hast du das gemacht? Na, also Leute, das werdet ihr mir nicht glauben. Deswegen muss ich euch das zeigen. Ich bin jetzt heimlich unsichtbar. Oder ich kann mich heimlich unsichtbar machen. Und das zeige ich euch jetzt so. Kommt mal, Leute, ich bin heimlich unsichtbar. Könnt ihr mich noch sehen? Hier bin ich. Haha, hier, hallo. Boah, das ist ja voll krass, Babu. Du bist einfach unsichtbar geworden. Wow, da kannst du so viel mitmachen. Oh Mann, Babu, ich sehe dich gar nicht mehr. Das ist ja total cool. Aber damit musst du vorsichtig sein, Babu. Wuhu. Ja, ich weiß, Leute. Ich kann mich wieder sichtbar und unsichtbar machen. Oh Mann, Babu. Damit müssen wir unbedingt heute Abend beim Klassenlehrer zu Hause einbrechen und das Klassenbuch stehlen. Hey Felix, warum sollten wir das Klassenbuch stehlen? Du, Babu, ich habe noch so ein paar Fehltage und die müssen da rausgestrichen werden. Und es wäre echt cool, wenn wir da einbrechen könnten und das machen würden. Ja, okay, Felix. Dann ist das der Plan. Wir werden heute Abend bei dem Klassenlehrer einbrechen und das Klassenbuch klauen. Okay, Leute, kommt mit. Aber vorher müssen wir noch gemeinsam zum Supermarkt. Ich muss doch noch irgendwas erledigen. Okay, Mia, wir kommen mit. Okay, Leute, jetzt sind wir hier. Komm, lass uns in den Supermarkt gehen. Mal gucken, was wir hier so machen können. Okay. So, Mia, was wolltest du denn haben? Ich will so ein paar Schokoriegel haben. Und ich kauf mir eine Cola. Die sind so lecker. Okay, Leute. Und ich guck mal, ob ich hier was kostenlos bekomme. Ich mach mich jetzt unsichtbar. Und unsichtbar machen. So, ich bin jetzt unsichtbar, Leute. Und jetzt gucken wir mal hier, was so im Laden passiert. Okay, Felix, der ist hier bei den Colas. Und Mia ist bei den Schokoriegeln. Der Kassierer, der tippt irgendwelche Sachen ein. Okay, oh Leute, ich weiß, was ich mache. Ich hole mich hier ein Eis. So, einmal aufmachen, ein Eis rausholen, so. Und,
Okay, was machen die anderen jetzt? Okay, Mia geht durch die Kasse. Sie bezahlt ganz normal und geht raus. Dann kommt Felix. Der macht das auch. Und geht dann auch raus. So, jetzt bin nur noch ich dran. So, ich kann hier aber ja, weil ich unsichtbar bin, einfach so rausgehen und er wird mich nicht sehen. So. Hä, was? Ich bin auf einmal wieder sichtbar. Junger Mann, wollen Sie noch Ihr Eis bezahlen? Ja, klar mache ich das. Hier, bitteschön das Geld. Dankeschön, Sie können gehen. Okay. Oh Mann, Babo, was war das denn? Ich dachte, du bist heimlich unsichtbar und kannst das kontrollieren. Ja, kann sein, dass die Professorin irgendwas von einer kurzen Dauer erzählt hat oder so. Okay, aber der Plan für heute Abend steht noch, oder? Ja. Oh Mann, Babo, lass dich nicht auf solche Sachen ein, wenn du nicht unsichtbar bist. Okay, aber ich hab's ja schon zugesagt. Dann muss ich das auch machen. Komm, Leute, lass uns losgehen. Okay, Leute, wir sind hier jetzt vor dem Haus des Lehrers. Oh Mann, Leute. Komm, Babo, schnell. Beeil dich, bevor es wieder hell wird. Du musst schnell in das Haus einbrechen und das Klassenbuch klauen. Genau, Babo. Los, schnell, rein da. Okay, ich mach mich unsichtbar. Woo! Okay, ich bin unsichtbar, Leute. Und jetzt schnell in das Haus rein. Oh Mann. Ich bin trotzdem ein bisschen nervös, ey. Hoffentlich geht alles gut, Leute. Hoffentlich geht alles gut. Ich muss ja nur das Klassenbuch finden. Wo könnte er das Klassenbuch versteckt haben? Leute, wo könnte er das versteckt haben? Also, das hier ist nicht das Klassenbuch. Okay. Hat er das etwa auf Toilette versteckt? Nee, auch nicht. Okay, Leute. Oh, da unten sind die anderen. Und ich suche jetzt mal weiter nach dem Klassenbuch. Hier vielleicht? Nee, hier hat er nur Geld. Okay. Wo könnte das Klassenbuch sein, Leute? Wo könnte das sein? Ich gehe jetzt mal hier rein. Oh, da liegt der Lehrer. Oh Mann, der ist aber ganz komisch. Der bewegt sich hier so komisch im Schlaf. Okay, gut. Wo könnte das sein? Ist das hier vielleicht? Nee, hier ist das Klassenbuch nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's gefunden. Hier ist das Klassenbuch, Leute. Hier ist das Klassenbuch. Okay, ich hab's. Und jetzt schnell raus. Nein, Leute, ich bin wieder sichtbar. Nein, ich hab die Lampe umgeschmissen, Leute. Das war jetzt mega laut. Schnell raus. Nanu, war da jemand? Ich sehe mal nach. Oh nein, der Lehrer kommt. Schnell runter hier. War da jemand? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er sieht mich gleich. Schnell raus hier, Leute. Schnell raus hier. Kommt, Leute, ich hab das Buch. Schnell, wir müssen weg. Der Lehrer ist da. Der ist wach, der hat mich gesehen. Ich bin nicht mehr unsichtbar. Schnell, Leute. Komm mit, Leute, wir fahren schnell zur Brookhaven Schule. Schnell hier runter, Leute, komm schnell mit. Schnell, schnell, schnell. Bevor uns der Lehrer erwischt. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist denn los hier? Oh Mann, Leute, da seid ihr ja endlich. Wir müssen schnell das Klassenbuch loswerden. Felix, ich habe deine Einträge gelöscht. Und jetzt müssen wir das schnell in die Schule bringen. Weil bei dem Lehrer kann ich nicht normal einbrechen. Das merkt der. Wir legen das einfach auf sein Pult und dann ist alles wieder gut. Okay, Babo, schnell brich ein und leg das da einfach hin. Okay, ich versuch mir mal wieder unsichtbar zu machen. Wow! Nein, Leute, es hat nicht geklappt. Ich kann mich nicht mehr unsichtbar machen. Oh Mann, ey. Babo, wenn du dich nicht mehr unsichtbar machen kannst, dann bin ich raus. Das ist mir zu gefährlich. Tschüss. Oh Mann, was ist Felix denn für ein Verräter? Ja, ich weiß, ey. Jetzt muss ich das machen, aber Mia, guck mal da vorne. Da ist ein Sicherheitsmann. Oh Mann, ey. Muss eben warten, bis der weggeht. So, ey, ich glaube, der dreht seine Runde. Der geht jetzt in die Sporthalle oder so. Dann habe ich kurzen Augenblick Zeit. So, Mia, drück mir die Daumen. Ich gehe schnell rein. So. Und hier drin. Schnell, schnell, schnell rein, bevor der Security-Mann mich bemerkt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, der läuft hier schon wieder lang. Oh nein, oh nein, oh nein. So, schnell hinlegen. So, und jetzt schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Oh nein, oh nein, der Security-Mann kommt. Schnell raus hier, bevor er mich sieht. Boah, Babo, das war aber mega knapp. Ja, ich weiß, Mia. Komm, schnell ab nach Hause. Ich bin der heimlich böse Babo. Keiner weiß, dass ich heimlich böse bin. Und jetzt gehe ich in die Brookhaven-Schule. Hallo, Leute. Na, wie geht's euch? Okay, da hinten steht der Lehrer. Aber ich bin ja der heimlich böse Babo. Und deswegen spiele ich jetzt allen einen Streich und gehe in die Schulklasse. So, Leute, hier ist die Schulklasse. Und genau, hier steht Abonnier jetzt. Also macht das mal bitte auch. Und jetzt spiele ich einen Streich. Wen soll ich zuerst einen Streich spielen? Ich denke, ich spiele Felix zuerst einen Streich, Leute. Ich habe eine Idee. Ich habe jetzt hier ein bisschen den
den Tisch so verrückt, dass sein Stuhl kippelt. Haha. Und okay, die sind da hinten noch alle. Und keiner hat Verdacht geschöpft. Dann werde ich jetzt dem Lehrer auch nochmal einen Streich spielen. Ich glaube, ich... Haha, ich bringe denen seine Zettel durcheinander. Haha. So, jetzt haben wir die Zettel durcheinander gebracht. Und jetzt müssen wir unauffällig... Papo, was machst du da? Ich habe gar nichts gemacht, Mia. Lass uns mal hinsetzen. Der Unterricht geht gleich los. Du weißt doch, dass wir alle immer vorbereitet da sitzen sollen, wenn der Unterricht losgeht. Ja, stimmt, da hast du recht. Gleich geht der Unterricht los und dann merken alle meine Streiche. So, Kinder, der Unterricht geht los. Habt ihr euch schon alle hingesetzt? Ja, aber irgendwie wackelt mein Stuhl. Mir kommt das so vor, als hätte hier irgendjemand dran rumgespielt. Ach, Felix, rede keinen Unsinn. Hier spielt doch keiner an irgendwelchen Stühlen rum. Das bildest du dir nur ein. Ich sehe das genauso wie Bapo. Felix, du bildest dir einfach nur mal wieder irgendwas ein. Die hat hier keiner einen Streich gespielt. Bapo war hier doch vorhin im Klassenraum. Könnte der das gewesen sein? So, Kinder, es wird Zeit, die nächsten Aufgabenblätter zu verteilen. So. Hä, was soll das denn? Die ganzen Zettel sind durcheinander gekommen. War das einer von euch? Hat hier einer von euch die ganzen Zettel durcheinander gebracht? Felix, warst du das etwa wieder? Du bist doch hier der einzige Junge, der immer Ärger macht. Jetzt bekommt Felix Ärger, obwohl ich das war. Ich bin der heimlich böse Bapo. Nein, ich war das nicht. Sie müssen mir glauben. Mir hat doch auch jemand einen Streich gespielt. Mein Stuhl kippelt jetzt. Na gut, Felix. Für diesmal habe ich keinen Beweis. Du kommst noch einmal davon. Aber sollte das nochmal passieren, dann melde ich das dem Schuldirektor. Herr Lehrer, ich glaube, ich weiß, wer das war. Ich glaube, Bapo war das. Bapo war in der Pause hier und hat bei ihrem Pult irgendwas gemacht. Und ich glaube auch, dass der Felix eine Falle gestellt hat. Er hat Felix seinen Tisch zum Kippeln gebracht. Ey, Mia, warum erzählst du das? Ich war das gar nicht. Das stimmt nicht. Das hast du dir alles ausgedacht, Mia. Ich habe hier niemanden geärgert. Ich war einfach nur pünktlich in der Schule, so wie das auch sein soll. Also warst du das, Bapo? Und du versuchst mir hier jetzt den ganzen Dreck anzuflicken hier. Das geht aber nicht. Ja, Bapo, ich muss schon sagen, das finde ich irgendwie ein bisschen gemein von dir. So hätte ich dich nicht eingeschätzt. Hat Felix dir auch gesagt, dass er dein Fahrrad kaputt gemacht hat? Das habe ich nämlich genau gesehen. Das tut doch jetzt gar nichts zur Sache. Und außerdem ist das schon 3 Monate her. Felix, du hast was? Du hast einfach mein Fahrrad kaputt gemacht? Ach, Kinder, was ist denn los mit euch? Benimmt euch doch einfach mal alle. Sonst bekommt ihr alle eine Strafarbeit und müsst nachsitzen. Na toll, das haben wir alles Mia zu verdanken, weil Mia so gemein ist und hier irgendwelche Sachen petzt. Genau, Mia, du bist eine richtige Petze. Und petzen mag keiner. Das ist total unfair. Ich wollte das doch nur alles klarstellen. Ich haue jetzt ab. Ihr seid alle total fies, seid ihr alle. Das ist alles voll gemein. Na super, Kinder. Jetzt habt ihr Mia zum Weinen gebracht. Das gibt für euch beide eine Strafarbeit. Och Mann, Felix, daran bist nur du schuld. So, wir haben jetzt Pause. Ich muss mich aber mal ganz dringend bei Mia entschuldigen. Das war echt eine fiese Aktion von mir. Oh, Mia, da bist du ja. Mia, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das war echt total gemein und fies von mir. Kannst du mir nochmal verzeihen? Ja, Bapo, ich verzeih dir doch mal. Aber bitte hör auf mit diesem ganzen Unsinn und dem ganzen Quatsch, den du hier machst. Damit verletzt du die Gefühle anderer Leute. Und das ist echt sowas von uncool. Ja, du hast ja recht, Mia. Es tut mir leid. Ich werde sowas nicht mehr machen. So, Leute, es ist der nächste Tag in der Schule. Und ich denke, alle haben schon längst wieder den Streich von gestern vergessen. Mal sehen, was ich heute so anstellen kann. Denn ich bin Bapo, der heimlich böse. Ich spiele hier immer Streiche in der Schule. Und mal sehen, was wir heute so machen können, Leute. Ich glaube, ich werde den Feuermelder aktivieren. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee, um mal hier ein bisschen Stress und Panik in der Schule zu verbreiten. Denn ich bin Bapo, der heimlich böse. Hier ist ein Feuermelder. Den werde ich dann auslösen. Und dann wird die ganze Schule evakuiert. Ha, das ist so lustig. Dann kommt die Feuerwehr und alles. Haha. Und keiner kann beweisen, dass ich das war. Oh, da vorne ist noch Mia. Aber die sieht das gar nicht. Die ist immer noch am Heulen. Ich werde jetzt hier den Feuerlöscher öffnen. Auf 3, 2, 1 und Feuerlöscher groß. Ha, der Feuermelder ist losgegangen, Leute. Und jetzt schnell raus. Kinder, ihr müsst alle schnell die Schule verlassen. Es wurde ein Feuer gemeldet. Wir treffen uns draußen am Sammelpunkt. Haha, okay. Unser Sammelpunkt ist hier draußen. Wir müssen noch einmal durch die Sporthalle gehen. Und dann draußen auf dem Fußballplatz, da ist unser Sammelpunkt. Okay, Kinder, hier seid ihr alle. Gut, dass wir uns hier alle an unserem Sammelpunkt getroffen haben. Aber ich muss euch leider was sagen. Irgendjemand hat aus Spaß den Feuermelder aktiviert. Die Brookhaven-Schule brennt gar nicht. Ich habe schon mit dem Direktor darüber gesprochen. Die Polizei ist schon informiert und müsste jeden Augenblick in der Schule eintreffen. Dann wird ihr durch jeden Klassenraum gehen und die Klassen befragen. Ich hoffe ja mal, dass keiner von euch das war. Und damit sind genau Felix und Bapo gemeint. Also ich war das doch gar nicht. Ich war doch mit ihm im Klassenraum. Ich kann das nicht gewesen sein. Ich war das auch nicht. Ich war auf Toilette. Ja, das stimmt gar nicht, Bapo. Ich habe gesehen, wie du da an dem Feuermelder rumgespielt hast.
Ich war doch draußen auf dem Flur und hab noch geheult, weil du mich immer so fertig machst. Oh Mann, Babu, ich hoffe aber mal, dass Mia da Unrecht hat. Sonst wird die Polizei dir eine ordentliche Strafe geben. Und ich dir auch. So, Kinder, wie ihr wisst, wird bei jedem Feueralarm automatisch die Polizei gerufen. Darf ich euch vorstellen? Officer Meier. Hallo, Kinder. Ich bin Officer Meier. Wir sind bisher jede Klasse durchgegangen und haben alle Schüler befragt, ob irgendjemand gesehen hat, wer den Feueralarm ausgelöst hat. Ihr seid die letzte Klasse. Mal sehen, ob der Übeltäter unter euch ist. Oh Mann, ich hoffe, dass die Petze Mia ruhig ist und mich nicht verrät. Ich will keine Strafe von der Polizei bekommen. Das wäre total fies und unfair. Ich habe doch nur einmal den Feuermelder ausgelöst. So schlimm ist das doch gar nicht, oder? Officer Meier, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Oh nein, Mia, sei ruhig. Ja, Mia, wer war das denn? Sitzt diese Person hier etwa in diesem Raum? Ja, tut sie. Das war Babu. Ich habe das ganz genau gesehen. Babu hat den Feueralarm ausgelöst. Und dann ist er einfach weggerannt. Babu hat den Feueralarm aus Spaß ausgelöst. Das sollte irgendeine Art Streich sein oder so. Oh Mia, du kannst mir doch nicht verraten. Was bist du denn für eine Petze? Babu, ist das wirklich wahr? Hast du wirklich den Feueralarm ausgelöst? Junger Mann, du solltest jetzt wirklich ehrlich sein. Sonst machst du die Sache nur noch schlimmer. Ja, meinetwegen. Ich habe den Feueralarm ausgelöst. Und was ist da jetzt dabei? Das war doch lustig. Für alle wurde der Unterricht abgebrochen und wir sind mal draußen an die frische Luft gegangen. Für dich war das vielleicht lustig. Für die Feuerwehr und Polizei war das aber wieder ein Einsatz, der hohe Kosten verursacht hat. Und weil das auch Spaß war, musst du jetzt die Kosten übernehmen. Ich muss was? Ich muss den Polizeieinsatz bezahlen? Das hat mir aber keiner gesagt. Na, Babu, wusstest du das etwa nicht? Den Feueralarm auszulösen ist das Dümmste, was du auf der Schule machen kannst. Das ist ein richtig teurer Spaß. Du kannst dafür sogar von der Schule fliegen. Genau, Babu. Gegen dich wird jetzt Strafanzeige gestellt. Und du musst 10.000 Robux Strafe bezahlen, weil du einfach so den Feueralarm in der Schule ausgelöst hast. Ach Mann, das wollte ich nicht. Oh Mann, es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei euch. Es tut mir wirklich leid. Was kann ich da jetzt machen? Da kannst du leider nichts machen. Die Straftat hast du begangen und jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Das kommt davon, wenn du heimlich böse bist, Babu. Ich musste die 10.000 Robux Strafe bezahlen. Böse zu sein macht überhaupt keinen Spaß. Mach das lieber nicht. Löst nicht den Feueralarm aus. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr heimlich böse. Ich habe meine Lektion gelernt. Hey, Babu, dich mache ich fertig. Nein, Felix, das wirst du heute nicht tun. Ene Mene. Stinke Felix. Deine Klamotten sind nicht mehr die von Felix. Hex, Hex. Wow, was ist denn jetzt passiert? Meine Klamotten, wo sind die hin? Jetzt sehe ich ja voll komisch aus. Ich sehe aus wie ein Mädchen. Haha, den habe ich's gezeigt. Denn ich bin heimlich Zauberer in der Brookhaven Schule. Und jetzt fängt der Unterricht an. Hallo, Herr Lehrer. Hallo, Kinder. Zuerst einmal möchte ich die Hausaufgaben von gestern kontrollieren. Na, habt ihr sie auch alle schön gemacht? Nein, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Ey, pst, Mia, hast du die Hausaufgaben gemacht? Nein, Babu, ich habe das auch total vergessen. Da kann nur noch ein Wunder helfen. Ja, ich weiß. Okay, also Felix, du hast die Hausaufgaben schon gemacht. Aber dein Outfit heute, das ist schon sehr gewagt. Ja, danke. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das musste Magie sein. Oder du hast dich im Kleiderschrank versehen. Naja, Babu, wie sieht das denn bei dir aus? Hene, Mene, Kürbisgebräu, Mia und ich haben die Hausaufgaben gemacht. Hex, Hex, na wie soll es denn bei mir aussehen? Natürlich habe ich die Hausaufgaben gemacht. Hier, schauen Sie mal. Oh, Babu, das hast du mal wieder sehr gut gemacht. Dafür bekommst du eine 1 plus mit Sternchen. Herr Lehrer, darf ich eben auf die Toilette? Ja, Felix, aber beeil dich. Der Unterricht geht gleich weiter. Okay. Oh Mann, ey. Ich sehe aus wie ein Mädchen. Hä? Was passiert hier? Warum wird das auf einmal so dunkel? Was passiert hier? Es wird immer dunkler. Nein! Ich kann schon fast meine eigene Hand vor den Augen nicht sehen. Waha, Babu, das war mein Werk. Ich bin der böse Hexenmeister von Brookhaven. Und ich möchte die ganze Weltherrschaft an mich reißen, Babu. Ich werde alle Menschen der Welt unterdrücken und der Herrscher der Welt. Hey, nein, das darfst du nicht. Ich bin auch Zauberer und wir Zauberer werden das verhindern.
Das verspreche ich dir. Hey, nein, Babo. Babo, pass auf. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Du kannst nicht wieder Zauberer spielen. Keine Angst, Mia. Ich bin heimlich Zauberer in der Brookhaven Schule. Und ich werde die Schule mit allem verteidigen, was ich kann. Na, Babo, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Halt, Babo. Ich bin der gute Großmeister der Hexerei. Ich werde das übernehmen. Und erstmal sorge ich für Licht. Hex, Hex. Okay, Großmeister. Dann setze ich mich wieder hin. So, und nun zu dir, Hexenmeister. Ich bin der Großmeister der guten Zauberei. Und du wirst die Brookhaven-Stadt nicht zerstören. Na, das werden wir ja noch sehen. Ultramagischer Angriff vom bösen Hexenmeister aus Brookhaven. Let's go, Attacke, bam! Aua, du hast mich besiegt! Jaha, ich bin auch der böse Hexenmeister von Brookhaven. Mich kann niemand so schnell erledigen. Doch, ich werde das tun. Ich werde für den Großmeister einstehen. Ich greife dich an, ich bin nämlich auch Zauberer. Ich bin heimlich Zauberer in der Brookhaven-Schule. Los, Mia, mach, dass du verschwindest. Der ist böse, der Mann. Okay, Babo, ich hau ab. Nein, du bleibst schön hier. Ich nehme dich als Geisel. Nein, lass Mia in Ruhe. Ich hau jetzt ab. Hey, warte, du kannst nicht einfach so abhauen. Lass Mia hier. Haha, du kannst mich nicht verfolgen, Babo. Hey, Babo, komm doch mal zurück. Ja, Herr Großmeister, was gibt's? Babo, du darfst deine Magie nicht mehr für kindische Spielereien verwenden, sondern du musst die Welt vor dem Bösen retten, Babo. Du bist der auserwählte Zauberer, der das Böse besiegen muss, der das Böse in Brookhaven besiegen muss. Okay, Herr Großmeister, ich werde mein Bestes geben, versprochen. Geh zuerst zu den Kobolden. Sie haben dir einen neuen Zauberstab angefertigt. Den musst du dir abholen. Okay, okay. Das mache ich. Oh nein, der Großmeister ist gestorben. Und jetzt muss ich zu den Kobolden gehen, um mir einen neuen Zauberstab zu holen. Oh nein. Oh Mann, ey. Zum Glück habe ich immer Wechselwäsche in meinen Spind. Damit, falls was passiert, ich immer Wäsche zum Wechseln habe, dann gehe ich mal wieder in den Unterricht. Nu, was ist hier denn passiert? Ist keiner mehr da? Na, dann werde ich ja wohl auch frei haben. Oh Mann, Leute, seht ihr das? Das ist das Haus der Kobolde. Hier muss irgendwo mein Zauberstab sein. Hallo, Kobolde, wo seid ihr denn? Oh Mann, ich glaube, die Kobolde sind nicht mehr hier. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß, wo der Zauberstab ist. Der Zauberstab, der wird sicherlich hier unten in der Geheimbibliothek sein. In der Koboldbibliothek. In dem extra Geheimversteck. Hier vorne ist der Knopf. Hier ist der Knopf zu dem Secret. Und die Tür geht auf und ich gehe nach unten. Und hier ist der Zauberstab. Leute, ich habe den Zauberstab. Ich muss Mia retten und ich muss ganz Brookhaven retten. Und das werden wir hinkriegen. Oh Mann, ey. Ich muss jetzt zum höchsten Berg von Brookhaven. Denn dort befindet sich der böse Hexenmeister. Da oben ist der. Hey, Babu, da bist du ja wieder. Jetzt bekommst du Rache für vorhin. Jetzt mache ich dich fertig. Was? Oh, Felix, der hat mir gerade noch gefehlt. Felix, ich kann gerade nicht. Ich bin hier in einer Mission. In einer Zauberer-Mission, ja? Oh Mann, Babu, hör auf, immer Zauberer zu spielen. Das kauft dir doch keiner ab. Okay, Felix, du hast es nicht anders gewollt. Ene Mene, Zwiebelsaft. Felix hat jetzt keine Kraft. Hex, Hex. Oh Mann, Babu, da musst du aber früher aufstehen. So einfach lasse ich mich nicht aufs Korn nehmen. Hier, nimm das. Bam. Felix, ich hab doch gesagt, du hast keine Kraft mehr. So, und jetzt muss ich aber auch schnell weiter. Hä? Was war das denn? Okay, Leute, den konnte ich nochmal austricksen. Da oben auf den Berg. Da wartet der böse Hexenmeister auf mich und er hat Mia als Geisel. Oh Mann, ey. Merkt ihr das, Leute? Es wird langsam immer dunkler. Der böse Großmeister hat immer mehr Macht gewonnen. Der Himmel verdunkelt sich. Und so die Menschen. Ich muss ihn aufhalten. Was ist da, Leute? Da ist schon wieder ein Angreifer. Nein! Hier ist das böse blaue Monster von Brookhaven. Hey, geh mir aus dem Weg, Monster.
Nein, Babo! Jetzt ist endlich unsere Zeit gekommen! Der böse Hexenmeister wird uns alle befreien! Er wird uns alle aus der Unterwelt wieder befreien! Und dich wieder fertig machen! Und das werde ich für ihn übernehmen! Los, Babo! Wenn du dich traust, dann greif mich doch an! Attacke! Bam! Was? Das soll mich beeindrucken? Hier, nimm das! Bam! Haha, damit kannst du mir nichts anhaben. Ich werde dich besiegen, Hokus Pokus, Fidibus, dreimal schwarzer Kater. Du bist jetzt besiegt, Hex Hex. Aua. Haha, leg dich nicht mit der Hashtag Babo-Bande an. Wir sind immerhin auf dem Weg, Mia und Brookhaven zu retten. Ich hexe mir jetzt ein Auto. Ene mene mu, ein Auto ist hier, im Nu, Hex Hex. Was, ein Fahrschulauto? Ja, okay, ich hab's ja auch nicht genau spezifiziert. Aber kein Problem. Wir fahren auch mit einem Fahrschulauto den Berg hoch. Let's go! Wir gucken jetzt ganz genau zu, was sie machen. Ha, Mia, ich werde dich nicht wieder freilassen. Du bist meine Geisel. Hey, bitte lassen Sie mich frei. Ich hab doch gar nichts getan. Das ist mir doch egal. Ich bin der böse Hexenmeister. Und ich hab dich nur hier, damit ich Babo anlocken kann. Sobald ich Babo besiegt habe, werde ich der mächtigste Zauberer auf der ganzen Welt sein. Und dann werde ich Brookhaven mit einem einzigen Zauberspruch zunichte machen. Nein, das wird Babo nicht zulassen. Darauf können Sie sich verlassen. Oh nein, er will Brookhaven zerstören. Aber das weiß ich zu verhindern. Hey, du Bösewicht, ich werde Brookhaven beschützen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ja? Haha, das wollen wir ja noch sehen, Babo. Mach du dich erstmal mit unserem grünen Freund, den Zombie vertraut. Los, Zombie, Attacke! Ich bin der Zombie von Brookhaven und ich werde dich angreifen, Babo. Los! Hey, hey, bleib mir von Leib. Ich will dir nichts tun. Du bist nur unter der Kontrolle des bösen Magiers. Ich werde alle Wesen wieder befreien und außer deiner Kontrolle bringen. Ene mene, gutes Wesen, deine Seele ist wieder frei von dem bösen Hexer. Ja, danke, Babo. Du hast mich befreit. Yippie. Haha, das habe ich doch gerne gemacht. Haha, wenn du hier meine ganzen Wesen wieder besiegst, dann muss ich direkt ernst machen. Dann greife ich jetzt direkt Brookhaven an. Wuhu! Ene mene, Mega-Zauber. Brookhaven wird nie wieder eine große Stadt. Hex, Hex. Nein, das kannst du nicht tun. Ich spring dazwischen. Ich benenne mich heimlich Zauberer in Brookhaven. Und Sprung. Dein Fluch hat mich getroffen. Aber Brookhaven ist noch heil geblieben. Nein, Babo, wie traurig. Du musst überleben. Ha, ich hab Babo besiegt. Babo, du hast den Kampf noch nicht verloren. Glaube an die Macht der Freundschaft und du kannst diesen Krieg immer noch gewinnen. Du musst den bösen Hexenmeister besiegen. Ha, ich hatte eine Vision von dem großen Meister der Zauberei. Und ich glaube an dich, Mia. Wir werden gemeinsam den bösen Hexenmeister besiegen und Brookhaven beschützen. Das ist die Macht der Freundschaft. Das ist die Macht der Hashtag Babo-Bande. Denn wir halten immer zusammen, egal was passiert. Los, wir greifen den Hexenmeister jetzt an. Attacke, Ben. Uah, aua, du hast mich besiegt, Babo. Ich verschwinde. Uah. Ha, wir haben es geschafft, Mia. Los, lass uns wieder in die Brookhaven-Schule gehen. Danke, Babo. Du bist mein Held. Babo, du hast es fast geschafft. Jetzt musst du nur noch die Gedächtnisse der anderen löschen. Keiner darf wissen, dass du heimlich Zauberer in Brookhaven bist. Boah, Babo, du bist ja wirklich ein Zauberer. Danke, Babo, dass du mich vor dem bösen Hexenmeister gerettet hast. Boah, ich hatte einen Zauberer als Schüler. Tut mir leid, Leute. Das, was jetzt kommt, das wollte ich nicht. Was meinst du, Babo? Ene mene, Superhirn. Euer Gedächtnis ist nun wieder ohne Magie. Hex, Hex. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Unterricht. Okay. Oh Mann, sie haben es alle wieder vergessen. Aber was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass ihr den Kanal abonnieren müsst und das Video liken sollt. Und du schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an.